So, ihr Schlaumeier, hört mal laut zu, denn ich wollte euch heute mal erklären, was Gerechtigkeit ist. Was ist? Ja, wie ihr drei ausseht, war das Leben bislang nicht ganz so gerecht zu euch. Aber ich werde euch heute richtig gerecht behandeln. Moment mal, eigentlich wollten wir dir einen auf die Oma hauen. Was soll denn daran jetzt gerecht sein? Ja, ich werde die Hauer unter euch dreien gerecht verteilen. Einen für dich, einen für Locke. Ja, und damit es gerecht zugeht, kriegst du auch noch einen. Jäckchen aus und gute Nacht. Gute Nacht. Na warte, jetzt kriegst du gerecht einen zurück. Aber nicht auf ihn, er war schon dran, das ist doch ungerecht. So ist es wieder gerecht. Nur recht hat er recht. Willkommen zu Extra 3. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, aber ich begrüße Sie nicht zu irgendeiner Extra 3-Sendung, nein, ich begrüße Sie zu einer ganz besonderen Extra 3-Sendung. Wir reden heute mal nicht über das, was uns, was Sie diese Woche so aktuell umtreibt und beschäftigt. Nein, das ist heute ein Special, eine Premium-Ausgabe, eine Sondersendung zu einer der, ja, ich möchte fast sagen, wichtigsten Fragen unserer Zeit. Die Frage der Gerechtigkeit. Sozialer Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. 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 Für mehr soziale Gerechtigkeit. Von Demokratie und Freiheit, von Gleichheit und Gerechtigkeit. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wir fragen heute, wie gerecht ist Deutschland? Kleiner Tipp, wäre die Antwort super duper obergerecht, dann würden wir diese Folge über Schlaglöcher oder Staubsaugerroboter machen. Fest steht, weniger Menschen in Deutschland haben immer mehr und mehr Menschen in Deutschland haben immer weniger. Außerdem gibt es gerade jede Menge Krisen, für die am Ende irgendwer bezahlen muss. Wer wird das sein? Spoiler Alert, es sind meistens die, die ohnehin nicht viel haben. Vielleicht muss man erstmal ganz grundsätzlich fragen, was ist eigentlich Gerechtigkeit und wie sieht sie aus? Überraschend viele Darstellungen von Justitia, der Göttin der Gerechtigkeit, sehen ungefähr so aus, gerne mal nackt oder auch so, wie das durchgeknallte Produkt eines koksträchtigen Fotoshootings von Germany's Next Topmodel. Von Männern gemalt, natürlich. Also dafür, dass Männer offensichtlich so scharf auf Gerechtigkeit sind, sind patriarchalisch organisierte Gesellschaften in der Regel ganz schön ungerecht. Aber das ist ja schon ein Teil des Problems. Wer hat die Deutungshoheit? Es haben eben jahrhundertelang nur Männer gemalt. Hier auch, ne? Wie Justitia mit Schwert und mit Waage. Frauen mussten lange kämpfen, um malen zu dürfen. Der lange Kampf ums Frauenmalrecht. Und wenn man sich diese Darstellung von Justitia anschaut, dann gehört zur Gerechtigkeit auf jeden Fall auch immer die Waage. Ne? Hier ist es die Waage. Die Waage steht für ein ausgewogenes Urteil und natürlich ist es mit der Waage der Justitia ähnlich wie mit der Waage im Badezimmer. Alle fühlen sich erstmal ungerecht behandelt. Worauf kann man sich also einigen? Teilen wir nicht alle irgendwie ein Grundgefühl von, alle Menschen sollten prinzipiell gleiche Bedingungen haben, ja, um sich zu entfalten und um glücklich zu werden? Irgendwie schon. Die allermeisten von Ihnen stimmen mir wahrscheinlich zu, alle sollten erstmal auf die gleiche Weise behandelt werden. Außer Privatpatienten, die sofort, ist ja klar. Aber wenn es konkreter wird, dann wird es auch schon komplizierter. Ist es gerecht, wenn Menschen, die in 12-Stunden-Schichten arbeiten, genauso viel bekommen wie Menschen ohne Arbeit? Oder ist es gerecht, wenn ein kranker Mensch so viel bekommt wie ein gesunder? Ist es gerecht, wenn eine Putzkraft so viel verdient wie ein Manager? Ist es gerecht, wenn einfach alle wohlhabend sind und niemand mehr Toiletten putzen muss? Und wer putzt dann die Toiletten? Gut, meistens die Frauen. Aber ist das gerecht? Also diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und wir beginnen ganz am Anfang. Bei der Zeugung. Und jetzt, et maintenant, Jean-Jacques Bidet tanzt. Jean-Jacques Bidet danse. Die Zeugung. La procréation. So viel zur Frage, was aus dem Fernsehballett geworden ist. Aber ist klar geworden, oder? Hat sich vermittelt, denke ich. Also dieser Moment ganz am Anfang, wenn Eizelle und Spermie verschmelzen, da könnte man dieses winzige Wesen ja schon fragen, wenn man es könnte, was wird denn mal aus dir? Und es könnte sagen,
wenn es was sagen könnte, meine Mama und mein Papa sind Chefärzte und ich werde deswegen auch Chefärztin. Oder mein Papa und meine Mama sind arm und ich werde vermutlich auch mal arm. Oder auch mein Papa und meine Mama liegen anderen auf der Tasche ohne sinnvolle Arbeit und ich werde auch mal Immobilienmaklerin. Und dann sieht man, wie noch ein Spermium angeschwommen kommt und sagt, hey Meister, du bist viel zu spät, Befruchtung ist gelaufen. Und das Spermium sagt, egal, mein Vater ist reich, der kauft mir meine eigene Eizelle. Unser Leben ist eine Lotterie, in der man Gewinnzahlen und Arschkarten ziehen kann. Und bei den Gewinnzahlen ist ziemlich klar, welche das sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Gewinnzahlen im Leben. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung vom desaströsen Zustand des ganzen Systems überzeugt. Und die erste Gewinnzahl ist die reiche Herkunft mit Zusatzzahl Erbschaft. Erbschaft, unser erstes großes Thema, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Jakob Leube. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das sind unsere Kandidaten und er wird Millionär. Wow, super. Danke. Wie bitte? Wir haben doch alle die gleichen Chancen und der oder die Beste kriegt am Ende eine Million, oder? Nein, er wird Millionär. Hä? Warum? Gute Frage. Und hier kommt sie. Warum wird er Millionär? A. Er ist ein weißer Mann aus Westdeutschland mit hohem Bildungsgrad, aus einem Elternhaus mit hohem Bildungsgrad, der den Großteil seines Reichtums erbt und damit der typisch Vermögende in Deutschland, in seinem Fall 30 Millionen. Was sind die anderen Antwortmöglichkeiten? Andere... Ja, fleißige Arbeit zum Beispiel? Sparen? Nein, nicht in der Deutschland-Ausgabe der Show. Ist doch scheiße. Findest du ungerecht? Aber wenn ich 30 Millionen erbe, da muss ich ja Erbschaftssteuer zahlen, ne? Da muss ich ja Erbschaftssteuer zahlen, ne? A, ja, 50%. B, ja, 40%. C, ja, 30%. D, ja, 2%. Weil meine Familie sich teure Finanzberater leisten kann, durch völlig legale Steuergestaltung den Besitz in Stiftungen und Unternehmen umwandelt und mir zu Lebzeiten schon haufenweise Asche schenkt. Da würde ich gern meine Eltern anrufen. Hallo? Hallo, Papa, ich bin's. Es ist natürlich D, du Idiot. Mann. Ich sag D. D ist vollkommen richtig. Das sind doch scheiß Spielregeln. Ich bin raus. Fett. Ich lebe ja in einem echten Erbsteuerparadies. Stopp, stopp. Ich würde jetzt auch mal gerne jemanden anrufen. Mein Papa? Nee, die Bundesregierung. Mal über Erbschaftssteuer und gleich eine Vermögensteuer sprechen. Nein, das geht nicht. Wie, aber er hatte doch auch eben einen Telefonschoker. Weil ihm der Sender gehört. Hat er gekauft. Kleiner Vorteil. Sorry. Hi, Chef. Ich hatte hier nie eine richtige Chance, ey. Du kommst aus Ostdeutschland. Was hast du geerbt? Was? Nix, außer Schulden, die Glasdelfinsammlung der Oma und die Wurstfinger vom Papa. Ich sag A und B. Und C. Und? Na? Ja, und D auch. Fuck. Das war's bei Er wird Millionär. Und er wird Millionär, aber das wussten sie ja bereits. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jedes Jahr werden in Deutschland schätzungsweise 300 Milliarden Euro vererbt. 300 Milliarden Euro. Wenn man sich das mal vorstellen würde in 1-Euro-Stücken, dann wäre das ein Gewicht von 2,25 Millionen Tonnen. 2,25 Millionen Tonnen. Das ist sowas wie 5-mal die Elbphilharmonie plus 10-mal die MS Europa 2 plus 20-mal der Eiffelturm plus 100-mal die Reichstagskuppel plus 50.000 Elefanten plus 20.000 Porsche Cayenne, mit dem sehr reiche Leute gern zum Notar fahren, um ihr Testament zu machen und ihre Kohle zu vermachen. Die rechnet man auch dazu. Plus nochmal die Elbphilharmonie. Plus alle Spieler der Bundesliga. Plus 13.333 Kühe. Plus ein halbes Pfund Butter. Plus ein kleines Bier. Plus das Parteiprogramm der FDP, die sich vehement dagegen sträubt, die Erbschaftssteuer endlich mal zu reformieren. Denn es ist ja so, von diesen 300 Milliarden Euro, die vererbt werden, da werden nur 84 Milliarden veranlagt. Der Rest ist steuerfrei. Das Aufkommen aus Erbschafts- und Schenkungssteuer liegt bei 8,5 Milliarden. So viel bekommt der Staat von diesen 300 Milliarden.
3%. Das Vermögen konzentriert sich also immer stärker bei wenigen Menschen. Das führt zu extrem ungleichen Startchancen. Natürlich kann man das irgendwann ausgleichen. Man hat natürlich die Chance aufzuholen im Leben. Und da geht es auch schon weiter mit unserer Extra-3-Spezialsendung zum Thema Gerechtigkeit. Wir kommen zur nächsten Gewinnzahl in der Lotterie des Lebens. Und das ist eine ganz besondere Chance, die Sie haben oder eben nicht haben. Es ist die Bildung. Die Bildung. Man wird größer, man geht zur Kita, in die Schule, macht eine Ausbildung, besucht eventuell eine Universität. Bildung ist ein Weg heraus aus der Armut. Theoretisch. In Deutschland sieht es folgendermaßen aus. Von 100 Nicht-Akademiker-Kindern landen nur 21 an der Uni und von 100 Akademiker-Kindern 74. Geringfügig mehr. Natürlich muss man nicht unbedingt studieren, aber mit einem Studium erhöht man ja statistisch die Chancen, später ein höheres Einkommen zu haben. Dafür muss man dann aber auch die Ressourcen haben, um einfach mal so entspannt in die Zukunft zu denken. In der Unterklasse lernen Kinder, kurzfristig zu denken, weil sie jeden Tag auch Herausforderungen zu bewältigen haben, die kurzfristig geregelt werden müssen. Man hat gar nicht den Luxus, sich über übermorgen oder nächste Woche Gedanken zu machen. Es muss funktional und nutzenorientiert sein. Und in der Unterklasse versucht man, Risiken zu vermeiden, was hochplausibel ist. Denn wenn man wenig hat, kann man keine Risiken eingehen und unter Umständen dieses Wenige noch verlieren. Und es sind verdammt viele, die unter diesen Umständen ihren Alltag bewältigen müssen und fürchten müssen, alles zu verlieren. Nach einer Bertelsmann-Studie lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. Und dann gibt es zu allem Überfluss halt auch noch politische Entscheidungen, die diese Spaltung völlig unnötig vertiefen. Ein Beispiel. Einige Bundesländer haben die Lernmittelfreiheit abgeschafft. Was ist Lernmittelfreiheit? Das, womit die meisten von uns aufgewachsen sind, dass Schulbücher für alle Schülerinnen und Schüler umsonst ausgegeben wurden. Das hat sich geändert. Nur noch wenige Bundesländer geben alle Bücher gratis an die Schülerinnen und Schüler. Die meisten verlangen von den Eltern ein zusätzliches Büchergeld. Einige Bundesländer haben die Lernmittelfreiheit ganz abgeschafft, was bedeuten kann, dass das Geld für Schulbücher sich auf bis zu 1.500 Euro bis zum Abitur summieren kann. Und wahrscheinlich sagen jetzt viele Bildungspolitiker, ist ja nicht schlimm, trifft ja nicht die armen Kinder, denn die machen ja eh selten Abitur. Es ist ein absoluter Skandal, dass es in einem reichen Land wie Deutschland im Jahr 2022 nicht möglich ist, dass Kinder ihre Unterrichtsmaterialien kostenlos bekommen. Schon in der Weimarer Verfassung von 1919 stand, der Unterricht und die Lehrmittel in den Volksschulen sind unentgeltlich. Durch Bereitstellung öffentlicher Mittel ist jedem Unbemittelten der Zugang zu der seiner Begabung und Neigung entsprechenden mittleren und höheren Schulen zu ermöglichen. Aber woher sollen die Kinder auch die Weimarer Verfassung kennen? Ohne Lernmittel. Und dann ist unser Schulsystem so gebaut, dass Kinder bereits nach der vierten Klasse auf verschiedene Schultypen aufgeteilt werden. In der vierten Klasse sagt die Grundschule Zehnjährigen, dass sie nicht aufs Gymnasium dürfen. Das ist eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Ein Fall für das UNESCO-Weltkulturerbe für traditionellen Blödsinn. John Fricke zeigt, was das bedeutet. Cheyenne und die Schule, ein Informationsfilm ihrer Bundesregierung. Glückwunsch zu deinem Zeugnis, Cheyenne. Danke, Clara. Jetzt lass uns Tierärztin spielen mit deinem Plüschhundi. Au ja, Hundi hat sich die Pfote verstaucht, Frau Doktor. Herein. Hallo, Fati. Hallo, Herr Krause. Na, Cheyenne, schön, dass ihr zwei noch mal miteinander spielt, bevor ihr euch für immer Lebewohl sagt. Wandern wir aus? Wandern wir aus? Nein, vierte Klasse ist vorbei. Jetzt werden die Kinder sortiert. Clara geht aufs Gymnasium, damit sie später studieren kann, so wie ich damals. Und Cheyenne halt Gesamtschuldings oder Realschule oder so. Stimmt's, Cheyenne? Mhm. Woher weißt du, dass Cheyenne nicht aufs Gymnasium geht? Weil Cheyennes Eltern Cheyenne Cheyenne genannt haben. Außerdem kein skandinavischer Markenrucksack und Discounter-Cola. Kombiniere Cheyenne bildungsfern. Was ist denn Cola? Kennst du das nicht aus der Fernsehwerbung? Was ist denn Fernseh? Bei uns, Cheyenne, trinkt man Bio-Ingwer-Tee und liest das Feuilleton. Oh, nicht schon wieder. Der ganze Lebensweg entscheidet sich schon in der Grundschule? Voll doof. Nicht doch, Cheyenne. Viel früher. Eure Zukunft entscheidet sich ungefähr hier. Um aus einer einkommensschwachen Schicht aufzusteigen, braucht eine Familie in Deutschland 6 Generationen. Tja, Cheyenne, hätte mal bloß dein Uropa besser in der Schule aufgepasst. Und für Richard eine 6 in Schönschrift. Du bleibst sitzen. Hä, was ist denn Gyönfrift?
Oh je, Cheyenne, Pech gehabt. Du wirst keine Tierärztin, höchstens Hundeshitterin für jemanden Reiches. So, jetzt könnt ihr realistischer weiterspielen. Passen Sie gut auf meinen Hund auf, sonst Job weg und Hartz IV. Aber komisch daran ist, dass Cheyenne und ich zwar genau das gleiche Zeugnis haben, aber nur Clara hat eine Gymnasialempfehlung. So machen wir das in Deutschland. Akademikerkinder kriegen bei gleichen Leistungen viermal häufiger eine Gymnasialempfehlung. Und warum? Sonst gäbe es Chaos! Die gesellschaftliche Ordnung würde auf den Kopf gestellt. Jeder würde Tierärztin werden. Unweigerliche Folge, aufgepäppelte Vögel, schallendes Gezwitscher, Vogelkacke überall. Und nicht zu vergessen, keine Hundesitter. Folge Hundepipi und Hundetrauri. Deutschland wäre ein stinkender, elender, trauriger Ort. Hab verstanden. Jetzt weiß ich eine bessere Rolle. Wir spielen einfach Arbeitsamt. Tag, Frau Cheyenne. Wir haben nichts für Sie. Kommen Sie doch bitte ein andermal vorbei. So in 2 bis 3 Generationen, ja? Mach ich. Danke. Entschuldigung. Ach ja, Sie werden so schnell erwachsen. Die fehlende Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ist ja nicht nur wahnsinnig unsozial, sie ist auch gesellschaftlich betrachtet total dämlich. Wir fördern die Privilegierten. Viele intelligente, begabte, kreative Menschen bekommen so gar nicht erst die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entfalten. Wir fördern nicht die Besten der Besten, wir fördern vor allem die Söhnchen der Söhnchen und die Töchterchen der Töchterchen. Und natürlich sind die auch häufig klug und fleißig. Manchmal profitieren sie aber auch nur davon, dass mehr Geld in sie investiert werden konnte, in Förderung, in Nachhilfe. Ne, wenn die Kinder sagen, Papa, ich muss lernen, wie man mit sehr großen Zahlen rechnet, dann sagt der reiche Papa, kein Problem, wir buchen dir einen Nachhilfelehrer. Der erklärt dir das an unseren Kontoauszügen. Es ist ja schon ganz am Anfang ein Problem. Ne? Man ist schwanger, wie wird das mit Kind? In armen Familien die große Frage, kriegen wir das finanziell überhaupt gestemmt? In reichen Familien ist eine ganz andere Frage. Was für Musik bekommen die Kinder durch die Bauchdecke eingespielt? Opernarien am besten. Die Superreichen lassen sogar live singen. Von Placido Domingo. Und was ist mit Kindern aus Familien mit Migrationsgeschichte? Die haben es häufig doppelt schwer, wenn zum Beispiel Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Und jetzt hatten wir auch noch 2 Jahre Corona, also kaum Gelegenheit in der Schule Deutsch zu sprechen. Und auch wenn diese Kinder gut sind, werden sie von den Lehrern häufig falsch eingeschätzt. Studien zeigen zum Beispiel, Lehrkräfte geben Migrantenkindern schlechtere Noten. Und das bei gleichen Leistungen. Obwohl sie in Deutschland geboren sind und ihr Sprachniveau gleichauf mit Kindern ohne Migrationsgeschichte ist. Lehrkräfte geben diesen Kindern auch seltener eine Gymnasialempfehlung. Und damit kommen wir zum nächsten Glücksfall in der Lotterie. Für den Hauptgewinn ist es in Deutschland auf jeden Fall wichtig, als echter Deutscher oder echte Deutsche wahrgenommen zu werden. Ja, genau. Zum Glück ist diese Kugel sehr weiß. Glückwunsch. Mit Migrationsgeschichte hat man statistisch schlechtere Bildungschancen. Und was es auf dem Wohnungsmarkt bedeutet, als nicht deutsch gelesen zu werden, davon können viele Betroffene auch ein Lied singen. 29% der Deutschen haben laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes große oder sehr große Bedenken, wenn in die benachbarte Wohnung oder ins Nachbarhaus eine Person einzieht, die Migrationshintergrund hat. Und für viele Vermieter ist der Migrationshintergrund ja sogar ein Migrationsvordergrund. Bei der Wohnungssuche ist oft schon der Name ein Problem. Hier berichtet ein junger Mann, der 5 Jahre zuvor aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Ich war gerade neu in Köln, hatte einen neuen Job und habe angefangen, nach einer neuen Wohnung in Köln zu suchen. Habe etliche Wohnungen angeschrieben und gar keine Rückmeldung bekommen. Gar keine. Als es so richtig knapp wurde, habe ich gedacht, es könnte doch vielleicht an meinem ausländisch gelesenen Namen liegen. Und ich habe dann angefangen, Anbietern von Wohnungen mit einem deutsch gelesenen Namen mit welchem? Geschrieben. Felix. Ich habe so einen Vornamen genommen. Und plötzlich, surprise, ich kriege einfach eine Rückmeldung, eine Einladung zum ersten Mal zu einer Besichtigung. Ja, vielleicht ist das die Lösung. Menschen mit ausländisch gelesenem Namen müssen sich einfach nur umbenennen. Zum Beispiel der türkische Name Doğan. Der heißt übersetzt Falke. Warum wird er nicht aus Faruk Doğan Fritz Falke? Und so findet man eine Wohnung. Oder wenn man im Norden was sucht, dann nennt man sich Fiete Falke. Je regionaler man klingt, desto besser. Im Süden Seppel Falke. Und ich glaube, dass man auch als
Adolf Falke in manchen Gegenden Deutschlands noch einige Chancen hat. Vielleicht gibt es ja bald nicht nur biometrische Passfotos, sondern sogar biodeutschen-metrische Passfotos. Da kann man sich fotografieren lassen und sieht durch die Bildbearbeitung anschließend aus wie die deutscheste Kartoffel von allen. Ja? Wie oft man es bei der Wohnungssuche mit Rassismus zu tun hat, das können sich viele, die nicht betroffen sind, gar nicht vorstellen. Es sei denn, die Situation ist einfach mal genau umgekehrt. Ja, die Nebenkosten betragen ungefähr 300 Euro im Monat, aber wenn die neuen Fenster erstmal drin sind, dann reduzieren sich die Kosten spürbar. Ist hier die Wohnungsbesichtigung? Ja, das war ja klar, ne? Groß, blond, blauäugig. Wenigstens kein Dirndl und Lederhosen, ne? Wie bitte? Ja, dann bringen wir es halt hinter uns. Sie sind die Müller. Ach ja, Müller. Ja, diese komischen Nachnamen, die kann ich immer nicht richtig aussprechen. Eine gute Größe. Die Küche bleibt drin? Entschuldigung, wo kommen Sie her? Aus Hamburg. Nein, nein, wo kommen Sie wirklich her? Nee, wir kommen aus Hamburg. Nein, nein, Ihre Eltern. Meine Eltern kommen aus Göttingen, aber die sind dann irgendwann... Also nicht von hier. Und den Garten teilt man sich dann mit den anderen Mietern? Also das können Sie gleich vergessen. Nachher steht hier alles voll mit diesen hässlichen kleinen Gartenzwergen. Und auf den Gartenstühlen liegen überall Ihre Handtücher. Kennt man doch. Und übrigens... In der Mittagspause und ab 20 Uhr keine Schlagermusik mehr aufdrehen. Aber wir hören doch gar keine Schlager. Von ihrer grauenvollen Schlagermusik kriegen alle hier blutende Ohren. Ach Mensch, das ist eine schöne Aussicht. Haben Sie Kinder? Nee. Ja, war klar. So ein typisch deutsches Kinderhasser-Pärchen mit Schäferhunden. Wir haben doch gar keinen Schäferhund. Ja, heißt bestimmt Blondie. So nennt ihr Nazis doch alle eure Schäferhunde. So, genug jetzt. Ihr kriegt die Wohnung sowieso nicht. Also raus mit euch. Hopp, 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 hopp. Komm. Ständig dieses Gesocks auf meine Besichtigung ist ja ekelhaft. Ein Film von Max Engel und Oliver Droke. Wohnen, das Thema darf natürlich in einer extra Spezialsendung zum Thema Gerechtigkeit nicht fehlen. Wohnen in Deutschland kostet immer mehr. Eigene Immobilien sind ohnehin nicht mehr bezahlbar und die Mieten steigen immer weiter. Ein Kurzgutachten des Sozialverbandes Deutschland kam 2018 zu dem Ergebnis, dass nur die Miete 1 Million Menschen in Großstädten so arm macht, dass sie nach den Mietzahlungen unter dem Hartz-IV-Regelsatz liegen. Deshalb suchen ja viele schon bewusst Wohnungen ohne Küche. Denn Essen und Wohnen gleichzeitig, das geht nicht, schließt sich aus. Ein Drittel der armen Menschen in Deutschland ist übrigens berufstätig. Das nur zu dem Satz, wenn du hart arbeitest, dann hast du genug zum Leben. Dieser Satz gehört historisch gesehen auf den gleichen Haufen wie, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, die Renten sind sicher und die Mineralölkonzerne werden die Steuersenkung bestimmt an die Kunden weitergeben. Ja. Die meisten Geringverdienenden sind übrigens Frauen, denn in der Lotterie des Lebens gilt als ein weiterer Hauptgewinn. Gewonnen haben Menschen mit einem X und mit einem Y. Männer eben. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Frauen verdienen im Schnitt 18% weniger als Männer. Außerdem leisten Frauen pro Tag 87 Minuten mehr unbezahlte Hausarbeit als Männer. Aufräumen, putzen, die Kinder betreuen, waschen, kochen. Und nicht das Kochen, wenn samstags Gäste kommen, also 8 Stunden lang die Küche verwüsten für Carpaccio von der veganen Bratwurst mit Schäumchen aus Papayatrüffeln. Nein, das alltägliche öde Kochen für die Familie. Das hängt oft an den Frauen. Der Anteil der Familien, in denen die Frau Kinderbetreuung und Haushalt komplett übernimmt, also das ganz klassische Modell, der hat sich 2020 von 8% auf 16% verdoppelt. Danke Corona. Die Pandemie war quasi eine Zeitmaschine zurück in die 50er Jahre. In die Zeit, als Frauen noch keine Berufe hatten, weil die Männer angenommen haben, Frau ist ja schon irgendwie ein Beruf an sich. Ne? Eine Frau, die ist ja vom Beruf Frau. Die macht nach der Schule vermutlich eine Lehre als Frau. Dann arbeiten Frauen entweder Voll- oder Teilzeit als Frau. In der Familie, dann kriegt die Frau ihren Meisterinnenbrief als Frau und kann dann auch eigene Töchter ausbilden. Dabei machen Frauen bessere Schulabschlüsse als Männer, Frauen machen bessere Uni-Abschlüsse, Frauen werden seltener kriminell und verüben weniger Gewalttaten. Und wer dominiert in der Berufswelt? Männer. Wie Frauen das seit Jahrhunderten ertragen und das mit so wenig Gewalttaten, das kann ich mir nicht erklären. Was man aber durchaus erklären kann, ist, dass der Arbeitsmarkt strukturell immer noch männerdominiert ist. Denn Unternehmensgründer zum Beispiel sind meist
Männer. Und weil die sich eher mit Männern identifizieren können, ja, befördern sie meist Männer. Leider können Frauen nicht genauso oft Frauen befördern, weil Frauen seltener Unternehmen gründen. Was daran liegt, dass Frauen seltener einen Kredit bekommen für eine Firmengründung, weil die Kredite nämlich von Männern bewilligt werden. Weil die nämlich in den Banken an die Jobs kommen, die über die Richtlinien für Kredite entscheiden dürfen. Weil nämlich Männer häufiger befördert werden, weil sich Männer eher mit Männern identifizieren können. Und alle Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, sind schlecht bezahlt. Also diese alten, typischen Frauenberufe, Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, Erzieherinnen. Schlecht bezahlt. Welche Berufe sind gut bezahlt? Männerberufe wie Diplomposer, Profischnösel oder Berufsbesserwisser. So wie ich. Es ist das ungeschriebene Gesetz des Arbeitsmarktes. Wer sich beruflich mit Geld beschäftigt, verdient selbst gutes Geld. Wer sich mit kranken oder armen Menschen beschäftigt, wird im Alter mit großer Wahrscheinlichkeit selbst krank und arm. Eigentlich muss man nur fragen, A, bist du wichtig für die Gesellschaft? B, hilfst du Menschen? C, ist das, was du tust, in irgendeiner Form sinnvoll? Bei dreimal ja, herzlichen Glückwunsch, Mindestlohn. Dazu ein Song von Dennis Kaub und Sine Wiegers. Angesichts des anhaltenden Personalmangels in der Pflege schlagen Branchenverbände Alarm. Aktuell fehlten Hunderttausende Fachkräfte, Tendenz steigend. Station voll überlaufen, du bist nur am Schnaufen, vom Schichtdienst total gehetzt. Wo schleppst du volle Kanne, stündlich ne Bettpfanne und wirst dabei nicht wertgeschätzt? Wir werden ja manchmal einfach nur als Arschabwischer hingestellt. In der Pflege, da wirst du ziemlich schlecht bezahlt. In der Pflege, da ist Vertretung nie am Start. Ja, wir kennen das, denn auch wir drehen voll am Rad. Ja, beim Liefern und in der Pflege. Klatschi, klatsch vom Balkon, gibt Applaus, aber kaum mehr Lohn. Und was läuft in der Kita so schief? Dass wir bei 115 Kindern mit 7 Erzieher arbeiten. Bei dem Personalmangel wird dir Angst und Bange. Der Nachwuchs hat auch keine Lust. Klar, dein Job ist wichtig, aber nicht so richtig. Die Lohnabrechnung meistens groß. In der Kita, da fällt die Anerkennung weg. Und als Putzkraft fühlst du dich wie der letzte Dreck. Sanitäter werden bepöbelt und gemobbt. Man kann's verstehen. Hast euch keinen Bock mehr auf den Job? Sie sehen Extra 3, heute eine Sondersendung zum Thema Gerechtigkeit. Das nur für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Falls Sie jetzt erst dazukommen, ist das natürlich wahnsinnig ungerecht. Wir haben ja schon angefangen, wir sind schon mittendrin. Aber Sie können die Folge in der Mediathek nachgucken, finanziert von unser aller Gebühren. Auch von denen, die heute von Anfang an geguckt haben. Das ist doch wieder mehr als gerecht, oder? Natürlich ist Gerechtigkeit auch immer irgendwie eine Frage der Perspektive. Deshalb ist es jetzt mal Zeit für eine andere Perspektive, eine interessante, eine wichtige Perspektive. Es ist die Perspektive von Sarah Bosetti. Ja, die Welt ist ungerecht. Und deshalb sollten wir vor allem endlich mal den Betroffenen zuhören, denen, die unter Ungerechtigkeiten leiden. Und das sind nun mal in erster Linie die Menschen, die Friedrich Merz als gehobene Mittelschicht bezeichnen würde. Die haben mit fundamentalen Problemen zu kämpfen, die in der Wahrnehmung der restlichen abgehobenen Bevölkerung gar nicht vorkommen. Wolfgang Rupp zum Beispiel, der Chef des Textilunternehmens Trigema. Er war mutig und hat in einem Interview sein Leid öffentlich gemacht. Er hat gesagt, das Problem ist, dass in Deutschland viele Abitur machen und studieren. Wenn die Tochter einer Näherin Abitur macht, geht sie mir nicht mehr an die Nähmaschine. Und das ist doch furchtbar. Lieber Herr Grupp, ich möchte Ihnen meine volle Solidarität aussprechen und mich hiermit im Namen aller Töchter entschuldigen, die nicht den Beruf ihrer Mutter übernommen haben. Nein, im Namen aller Frauen, die nicht nähen können oder wollen. Oder noch besser, im Namen aller Menschen, die sich durch Bildung mehr als eine berufliche Option erarbeitet und dadurch eine bessere Verhandlungsposition haben. Was Sie, Herrn Grupp, im schlimmsten Fall zwingt, Ihr Arbeitsangebot attraktiver zu gestalten. Es tut mir leid, Herr Grupp, dass wir Ihnen das antun. Besonderes Mitleid habe ich auch mit Klaus-Michael Kühne vom Logistikunternehmen Kühne und Nagel, der zwar Hamburg eine neue Oper schenken will, seine Steuern aber lieber in einem anderen Land bezahlt. Zu Recht natürlich. Sonst kommt Hamburg nachher noch auf die Idee, selbst zu entscheiden, ob eine neue Oper gerade die dringendste Anschaffung für die Stadt ist. In einem Interview mit der Zeit hat Kühne gesagt, natürlich haben wir auch die steuerlichen Vorteile der Schweiz mitgenommen. Deshalb sind wir nur noch so halbe Deutsche. Und das wurmt mich, weil ich mich eigentlich voll als Deutscher empfinde.
Da bist du der drittreichste Mensch in ganz Deutschland. Und trotzdem musst du dich entscheiden zwischen deinem Geiz und deinem unangebracht patriotischen Staatsbürgerschaftsfetisch. Wenn irgendwas ungerecht ist, dann ja wohl das. Lieber Herr Kühne, ich danke Ihnen für Ihre Courage, mit diesem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich bin sicher, dass all die vielen Menschen, denen es so geht wie Ihnen, Kraft schöpfen können aus Ihren mutigen Worten. Susanne Klatten, BMW-Erbin und reichste Frau Deutschlands, hat vor 3 Jahren mal sehr schön definiert, was Gerechtigkeit ist. Sie hat gesagt, ich finde, gerecht ist, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten Chancen wahrnehmen und sein ganzes Potenzial entwickeln kann. Unser Potenzial offenbart sich nun mal in der Rolle, ein Erbe angetreten zu haben und es zu entwickeln. Und dann sagt sie noch, mein Bruder hat das mal in einem Interview sehr treffend zugespitzt und gefragt, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Liebe Susanne Klatten, lass mich dir mit einem Gedicht antworten. Ich zweifle nicht an deinem Fleiß und an der Schwere dann und wann. Es ist nur, du bist ziemlich reich, bist reicher, als ich zählen kann. 11 Nullen, die gehören dir. 11 Nullen, wie beim HSV. Das habe ich nur gesagt, um die Fußballfans in der Redaktion zu ärgern. 11 Nullen, das ist je ein Bier für jeden Mann und jede Frau. Hast in Milliarden abgezählt, was andere in 1000 haben. Dein ganzes Müssen ist gewählt. Dein Start war auf der Zielgeraden. Und da stehst du, siegreich schmollend, vom niederen Neid gekränkt, fragst du, wer wird schon mit mir tauschen wollen? Die Frage, die steht dir nicht zu. Sie gehört der Unterschicht. Ich weiß, gemein, was soll ich sagen, so schwer es vorzustellen ist, du kannst halt auch nicht alles haben. Danke, Sarah Bosetti. Eine gewisse abschätzige Haltung gegenüber ärmeren Menschen gibt es auch unter denen, die sich als links und alternativ beschreiben, weil zum Beispiel die Ärmeren so ungesund essen, das sogenannte Met-Shaming. Oh, die essen so viel billiges Fleisch, ist doch ekelhaft. Statt einmal im Monat das ganz teure Bio-Steak, wie sich das gehört, dass es da beim Hipster-Fleischer in der Metzger-Manufaktur gibt. Nur das billige Fleisch aus dem Supermarkt. Ja, auch das korrekte Leben ist eine Form von Luxus. Das E-Auto, die Lebensmittel aus dem Biomarkt, die fair gehandelte Kleidung, ohne entsprechendes Einkommen überhaupt nicht zu haben. Auch der zur Schau gestellte Verzicht, wie bei aktuellen Minimalismus-Trends, ist eine Luxusmarotte. Dieses, ich nehme jeden Gegenstand aus meinem Haushalt in die Hand und prüfe, ob er mich noch glücklich macht. Wer wirklich wenig hat, stellt sich kaum die Frage, ob der Pullover für den Winter oder das Paar Socken vom letzten Jahr noch glücklich machen. Und es sind arme Menschen, die erheblich mehr zum Fortbestand der Erde beitragen als Reiche. Das muss man auch mal sagen. Arme Leute fliegen weniger, fahren weniger Auto und wenn, dann keine fetten Karren, die 2 Tonnen wiegen. Arme Menschen wohnen in kleineren Wohnungen, weniger Heizkosten, weniger Energieverbrauch, haben keine Ferienwohnungen, keine dicken Wohnmobile, keine Yachten und keine Privatflugzeuge. Eigentlich müssten wir alle ärmer leben. Am besten natürlich mit viel Kohle. Ja, aber es werden immer mehr Menschen arm. Es sind immer weniger Menschen reich. Die werden dafür immer reicher. Also ich sag mal, wenn das so weitergeht mit der Ungleichheit in unserer Gesellschaft, dann wird das noch ein ganz neuer Lifestyle-Trend. Armut in Deutschland. Ein Trend, bei dem immer mehr mitmachen. Er ist ein Mann der ersten Stunde, Michi Kasalke. Seine Familie lebt schon seit 3 Generationen in Armut. Ich hatte einfach Glück. Mir wurde die Armut in die Wiege gelegt. Das ist unser Familienarmutsbaum. Und daran sieht man hier mein Großvater. Der hatte schon nichts. Dann mein Vater, der hatte noch viel weniger. Und das habe ich alles geerbt. Doch es lief nicht immer alles glatt in seinem Leben. Als Teenager geriet er plötzlich auf die schiefe Bahn. Ja, ich war irgendwie ganz gut in der Schule. Hab Abi gemacht. Aber hey, dank meiner Eltern habe ich dann noch die Kurve gekriegt, weil die konnten mir dann mein Studium nicht bezahlen. Kasalke hatte Glück. Andere müssen sich ihre Armut hart erkämpfen. Wie haben Sie es denn geschafft, arm zu werden? Na, ich habe 2 Kinder und ich bin alleinerziehend. Also meine Armut ist damit gesichert. 3-mal in der Woche trifft sich das Who is Who der Szene. Hier können die Superarmen einmal ganz unter sich sein. Aber wir haben uns ja gelacht, nicht, oder? Es wird geprotzt und geprahlt. Ich bin einer der ärmsten Menschen in Deutschland. Ich bin arm, auch arm. Ich kann dir das sonst auch mal zeigen. Ich hab, ja? Ja, ich hab, hier, pass auf, mein Haus, mein Auto, mein Brot. Super, ja, aber guck was. Mein Haus,
Mein Auto? Mein Boot. Michi, der ist ja noch viel ärmer als du. Mensch, Respekt, Alter. Alle Achtung. Mach dir mal eine Tüte fertig mit Äpfeln, Bananen und so. Magst du auch Kohl? Immer mehr Leute in Deutschland machen mit und werden arm. Doch andere bleiben ausgeschlossen. Sie werden mit ihrem Reichtum alleine gelassen. Ja, in Deutschland haben wir einfach keine Chancengleichheit. Einmal reich, immer reich. Ja, ich zum Beispiel bin extrem faul und total dumm. Aber ich komme aus einer reichen Familie. Toll. Die Welt der Superarmen. Für viele unerreichbar. Aber man wird ja noch mal träumen dürfen. Ein Film von Freddy Radeke und Sebastian Ried. Irgendwann kommt dann der Moment im Leben, da stellt man fest, dass man alt wird. Es sind oft Kleinigkeiten, man bekommt Falten um die Augen, man bekommt graue Haare, man macht sich rutschfeste Aufkleber in die Dusche, man geht noch mal zu den Rolling Stones. Sowas halt. Aber auch das Alter muss man sich erstmal leisten können. Fast ein Viertel der über 80-Jährigen in Deutschland ist arm. Und die Liste der Bevölkerungsgruppen, die von Altersarmut bedroht sind, die ist lang. Betroffen sind vor allem Mütter, die wegen der Kinder aus dem Beruf aussteigen, in Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Beschäftigte im Niedriglohnbereich wie Pflege, Gastronomie oder Einzelhandel. Kranke und Behinderte, Arbeitslose, Aussiedler und andere Zuwanderer und nicht zu vergessen Soloselbstständige. Schätzungsweise 10 Millionen Erwerbstätige in Deutschland verdienen zu wenig, um eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erhalten. Und jetzt noch eine interessante Zahl. Die Armutsquote ist bei den wenig gebildeten Rentnern mit 41% viel höher als bei den Hochgebildeten mit 6,7%. Und hier schließt sich der Kreis. Jeder Euro, der am Anfang in Bildung investiert wird, lohnt sich für die Gesellschaft. Kurz gesagt, je mehr Kinder in der Jugend vor der Tafel sitzen, umso weniger müssen sie als Alte an der Tafel anstehen. Arme Menschen sterben übrigens auch früher als Reiche. Also die Ungerechtigkeit setzt sich sogar im Tod noch fort. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts sterben Männer, die an oder unter der Armutsgrenze leben, im Schnitt 10,8 Jahre früher als wohlhabende Männer. Ja, das heißt, die haben weniger Zeit, um ihre Altersarmut zu genießen. Und nicht nur das. Natürlich finanzieren die Menschen mit den einfachen Berufen, mit den anstrengenden Berufen, mit dem niedrigen Verdienst, mit der kürzeren Lebenserwartung die Rente der Wohlhabenderen mit der längeren Lebenserwartung mit. Und das ist, wenn man genau hinguckt, natürlich ein sozialpolitischer Skandal erster Güte. Das ist es wirklich. Die armen Rentnerinnen und Rentner finanzieren die Reichen noch mit. Die bezahlen denen quasi die Kreuzfahrten. Also, alt sein ist nicht immer ein Gewinn in der Lotterie des Lebens. Jung sein allerdings auch nicht. Das stimmt, danke für den Hinweis. Denn ein Vorteil am Alter ist, man hat die Probleme der Zukunft nicht mehr vor sich. Im Gegensatz zu den Jungen. Denn egal, ob man viel vererbt bekommt oder wenig, eines bekommt die junge Generation komplett vererbt. Den Klimawandel, Billionenschulden, die Auswirkungen von Corona, Fluchtkrieg und falscher Energiepolitik. Diejenigen, die für Oma und Opa jetzt 2 Jahre in der Corona-Zeit zu Hause geblieben sind und denen als Dank wegen Putin jetzt das warme Wasser im Freibad abgedreht wird. Die Demografie fällt den jungen Menschen auch in den Rücken. 2021 waren nur 14% der Wahlberechtigten jünger als 30 Jahre. Das heißt, wenn die Alten wollten, könnten sie allein von der Masse her politisch alles durchdrücken. Florian Silbereisen als Kanzler. Ginge. Staatliche Rabatte auf beige Klamotten. Oder 3 Spuren auf der Autobahn. Eine für Autos, eine für E-Bikes, eine für Nordic Walking. Und dann ist die Frage, werden die Jungen von heute jemals eine Rente bekommen? Jetzt ist das Rentenalter schon bei 67 Jahren, bestimmt in absehbarer Zeit bei 70 Jahren, dann irgendwann bei 80 Jahren, bei den Jungen von heute vielleicht dann bei 90 Jahren. Wenn es ganz blöd läuft, bei 90 Jahren nach ihrem Tod. Fachleute warnen seit Jahren schon vor enormen Finanzierungslücken im Rentensystem. Und trotzdem wird es zum 1. Juli bis zu 6% mehr Rente geben. Und ich gönne es den Rentnerinnen und Rentnern von ganzem Herzen. Die haben hart gearbeitet. Klar, die sollen es kriegen. Trotzdem ist die Frage, wie soll es denn mit diesem System weitergehen? Bei mir ist der Regierungsberater und Rentenkoordinator Maximilian Schaffroth. Herr Schaffroth, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und der sitzt hier stolz heute im ersten Programm im Namen der Bundesregierung und freut sich, sagen zu dürfen,
Cashflow statt Nullrunde für Sie zu Hause. Wer mehr als 45 Jahre gearbeitet hat, der soll sorgenfrei sich zurücklehnen dürfen. Die alten Heringe sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ihre Eltern sehen ja heute vielleicht auch zu. Ich denke, Sie sind da einer Meinung. Nicken Sie mal, um zu zeigen, dass wir da d'accord gehen. Ja, Herr Schaffroth, grundsätzlich ist das richtig. Ich bin da durchaus Ihrer Meinung. Aber sehr simple Mathematik beweist auch, dass es nicht immer so weitergehen kann. Also das Geld, das Sie hier so blumig verteilen, das ist ja langfristig nicht vorhanden. Ehring, wir unter uns Beratern sagen gerne, es klingt mir alles ein bisschen zu sehr in Moll, was Sie da sagen. Gehen wir doch rüber in Dur und sagen, wir bereiten uns auf einen schönen Sommer vor mit zahlungskräftigen Ruheständlern. Das heißt, der Schlafsesselbus glüht schon vor. Helene Fischer übt schon den Spagat, den Schwebespagat im Tischtuch. Und Carmen Nebel nimmt nach 2 Jahren Pause endlich die Gurkenmaske ab und sagt, jetzt wird wieder in die Hände geklatscht. Die Steuereinnahmen, diese Effekte dürfen wir nicht vernachlässigen, Ehring. Die Steuereinnahmen werden sprudeln und am Ende des Tages ziehen wir da ganz schlank aus dem Steuertopf was rüber in den Rententopf und alle sind glücklich da. Also gucken Sie nicht so miese, Petrich. Ziehen schlank was rüber aus dem Steuertopf. Also ist daran nicht schon das ganze Ausmaß zu erkennen, dass Sie mehrere Töpfe brauchen? Ich sage immer, ein Haushalt mit einem Topf ist eine Studenten-WG. Wir wären ja nicht die Bundesregierung, wenn wir nicht mehrere Töpfe gleichzeitig am Herd hätten. Wir sind eine ganze Topfgala. Also wenn aus dem einen nichts rauskommt, dann schlagen wir auf den nächsten. Ja, aber es gäbe ja auch andere Lösungen. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hat wiederholt ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren gefordert. Das Thema scheuen Sie aber komplett, oder? Oh, Herr Ehring, es ist die Frage, in welchem Land wollen wir leben? Ja, wollen wir alles in den Dienst der Arbeit stellen? Wollen wir den letzten Atemzug in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erleben? Möchten wir, dass auf unserem Grabstein einmal geschrieben steht, ich habe vergessen auszustempeln oder sammeln Sie Punkte oder zahlen Sie bar oder mit Karte? Also ist ja die Frage, wie wollen wir leben? In welchem Land wollen wir leben? Das ist eine philosophische Frage, Herr Ehring. Ja, aber wollen wir nicht eigentlich Politikerinnen und Politiker, die rechnen können und keine Philosophen? Da hätte Platon Ihnen aber jetzt widersprochen. Kleiner Spaß unter Humanisten. Freue mich, dass wir heute so eine Tiefe gehen können. Das Schöne an einem Staatshaushalt ist doch, es ist ein bisschen wie, ich bin ja schon eine Weile da drin jetzt, es fühlt sich so ein bisschen an wie Omas Süßigkeiten-Schrank. Man sieht nicht, wie er aufgefüllt wird, aber es ist immer was drin. Draghi hat mal in Davos beim Après-Ski zu mir gesagt, ein Staatshaushalt, das ist wie eine alte Jeans. Ja? Du ziehst sie an und denkst, was knistert denn da im Gesäß? Und hoppla, fällt ein 100-Euro-Schein raus. Viele Probleme lösen sich einfach von selbst. Ich möchte fast sagen, mit unsichtbarer Hand. Und das ist Ihre Auffassung von generationengerechter Politik? Nehmen Sie mich aber heute in den Mangel hier. Generationengerechtigkeit, das funktioniert natürlich nicht, wenn eine Generation Baby boomt, ja, die Säuglinge nur so in den VW-Käfer hineinballert und die darauf folgende Generation sich Sorgen macht, ob das Einzelkind sich im Innenraum eines SUV ausreichend entfalten kann. Die Jüngeren sind deshalb, denke ich, einmal mehr gefragt, Lösungen zu entwickeln. Ja, wie mache ich mich wetterfest fürs Alter? Wir haben da eine Broschüre entwickelt, gebe ich Ihnen nachher mit. Tipps zum Hochriestern 4.0. Es geht ums Aufstocken. Ja, wenn Sie zum Beispiel heute 5.000 PET-Flaschen sammeln, dann erhalten Sie unter Zugrundelegung der aktuellen Inflationsrate nach Abzug der Kosten für den Greifarm und die Lagerraummiete einen Pfandbon in Höhe von 15.000 Euro. Das ist doch mal Lösungen, Herr Ehring. Das klingt nach durchdachten Konzepten. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Herzlich gerne, Herr Ehring. Ein wichtiger Aspekt fehlt noch. Gerechte Gesellschaften sind insgesamt glücklicher. Das ist wirklich so. Britische Gehirnforscher haben nachgewiesen, einen Großteil der Menschen macht Ungleichheit unglücklich. Sogar den Privilegierten geht es besser, wenn es allen besser geht in einer Gesellschaft. Also mein Appell, machen wir uns nicht unglücklich. Das war die Extra-3-Spezialausgabe Gerechtigkeit. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da. Und nun, et maintenant, Jean-Jacques Bidet tanzt, Jean-Jacques Bidet danse, die glückliche Gesellschaft, la société heureuse.